Boom, Junge. Sehe nicht. Geh mal weiter. Warte mal. Nein. Ah, genau das wollte ich wissen. Ja, weiter, weiter, weiter. Na, komm. Ah, da unten also. Na gut. Dann holen wir uns den schmierigen Klopfködel. Die fahren wir voll. Nimm mal Feuer. Ja. Haben wir nichts Neues. Fat Mobs. Hast du recht, meine Kleine. Na du Kackbratze. Also wohl verkackt, wa? Ja, es wäre nie gut, Idioten zu vertrauen. Lass mich rein. Ich will den Loot von dem Fettsack da oben. Na. Na. Lass mich verarschen. Na, essen. Und dann hacken. Hacken. Hehehe, hacken. Boom, Junge. Vielen Dank. Mit Performance, if permanent, Hackpfeil, über schwere Nieten. Ja, nicht unbedingt. Was haben die erwartet? Die lagern hier in der Klinik genug Drogen, um einen Rhinoceros hochzuspleißen. Natürlich rennen ihnen die armen Teufel vom Pauper's Drop die Tür ein. Mein Job ist es, mir einen neuen Code auszudenken, damit die nicht reinkommen. Und zwar ungefähr jeden zweiten Tag mittlerweile. Naja, ich werde im Fishbowl Diner drüber nachdenken. Fishbowl Diner. Meine Familie wohnte 32 in St. Louis Hooverville. Aber Pauper's Drop ist 10-mal schlimmer. Ach so, das ist das denn. Niemand sollte hier wohnen. Das will ich hören. Das war's. Es ist zu Ende. Ich habe diese Bahn aus dem Nichts erschaffen, habe mich an Mr. Ryans Regeln gehalten. Aber dann bittet er mich, meine eigenen Cash-Reserven den Banken zu überlassen, damit Rapture ein bisschen Luft zum Atmen bekommt. Und jetzt will Austin Bettisphere, diese Scheißfirma, mich aufkaufen. Die wollen alle Strecken stilllegen. Ich habe keine Familie und keine Zeit für Freundschaften. Ich bin der Atlantic Express. Und hier, hier ist Endstation für mich. Ich glaube, das ist der gute Kerl, was hier liegt. Wir haben es gefunden. Ja, haben wir, Schatzi. Aber ich muss hier mal ganz kurz was vorbereiten. Ich gehe hier auch mal auf schwere Nieten. Die hier wieder auf Antiperson. Nee, ich nehme mal die hier. Ich glaube, der Kampf wird jetzt ein bisschen härter, weil ich nicht so viele Fallen platziert habe. Ich habe hier zwar viele, aber ich habe hier gar keine. Naja. Na dann, mal viel Spaß, wa? Das Monster hat uns ein weiteres unserer Kinder geraubt. Es will es uns wegnehmen, wie damals Eleanor. Zeigt diesem Ding, was dem Dämon blüht, wenn er unseren Garten betritt. Au. Idiot. Ja, da kommt doch her.
Na los, komm. Komm, mit Rolle. Ja, komm. Sag mal! Ich glaube, es hakt. Dumme Trolle. Gib mir das. Gib mir das. Das brauche ich nicht. Das kriege ich, danke. Die Firma dankt. Da haben wir nichts. Da brauchen wir einen Code. Ich höre da was glitzern. Ah, da hinten müssen wir sowieso rein. Da oben komme ich nicht hoch zum Fettsack, den würde ich gerne looten. Na, dann gehen wir erstmal zurück. Dann gehen wir erstmal zurück. Ach Gott. Guck mal einer an. Mach's gut, meine Kleine. Pass auf dich auf. Na? Danke. Kein Problem, meine Liebe. So. Da kommst du hoch? Ja, du kommst. So. Diddy geht jetzt erstmal kurz sich ein paar Nieten holen und dann geht er mal den Code holen. Mal gucken, wo der hier. Ah, da liegt noch Kaffee. Hab ich übersehen. Wo war denn hier der Code? Bett. Krieg doch hier irgendwo den Code. Wo war denn der? Babe. Das ist doch das Diner. Der Fishbowl-Diner. Schrotflinte! 0047. Alter. Nice. Ciao. Ciao. Boom, Junge. Boom, Junge. Boom, Junge. Boom! Boom, Junge! Boom! Au! Nervst! Na! Schätzchen, ich glaub's reicht! In mein Haus, ja. Bla bla bla. Alter, die Schrot ist nicht schlecht. Die Schrot ist nicht schlecht, muss ich schon sagen. 0047. Habe ich mir gemerkt. 0047. War hier nicht noch einer? Naja. Au. 0047. Wenn wir schon hier sind, können wir was kaufen. Mach mal voll. So. Mutter, the Gardia. Graviad. Plus Meat Slot. Yep. Kaufen wir direkt noch einen. Yep. Was haben wir denn hier? Telekinese 2. Nö. Warte mal. Ich schau mal ganz kurz.
Headhunter. Einen kritischen Treffer bewirkt größeren Schaden. Verbandskästen verleihen auch Eve. Naja. Körperpanzerung verleiht alle plasmischen Schäden. Bringt allen physischen Schaden. Alter, ich kann nicht mehr lesen, sorry. Denke, Bedingungen werden eingestellt, entzogen zu werden. Winterblast. Den gönn ich mir. Wamm. Frieren Sie Ihre Gegner ein und zerschlagen Sie sie in 1000 Stücke. Habe ich vor. Danke. Ich glaube, dann nehme ich nochmal das hier. Wo ist denn das? Körperpanzerung. Jo. Und allem physischen Schaden. Was meinen denn da? Hacker. Bohrerkraft. Komm, Bohrerkraft. Jetzt haben wir nur noch 10. Vielen Dank. Bla bla bla. So, wo müssen wir lang? Nicht hier. Eigentlich schon. Weil ich will noch da rein. In den Room da. Da will ich eigentlich auch noch rein, aber da komme ich nicht rein. Naja, vielleicht später mal. So, wir gehen erstmal hier rein. 0047. 0047. Thank you and goodbye. Überraschung, Kumpel. Ich bin der King und ich werde der King bleiben. Du überlebst. Bohrerkacke, was ist hier? Ecken. Okay. Die lebt doch noch. Hast du wirklich gedacht? Oh, ich dachte, ich brich da jetzt durch. Oh. Sieh meiner an. Dank. Da komme ich wieder unten rein, ne? Ah nein, da komme ich in den Kingporn rein. Was auch immer das jetzt war. Aber komme ich da rein? Da gehe ich gleich rein. Ich will erstmal hier ins Ding, ins Bummens. Ich will erstmal da drüben noch alles fertig machen. Weil ich kann ja noch da
vorne hoch. Ja. Ah, siehste, siehste. Na, ich wollte eigentlich nichts kaufen. Yeah, yeah. Amor, ja, Gradiat, Indior. Waffen-Upgrade. Und wir machen größere Schrotflinte. Ladestreifen. Bei der Schrotflinte würde ich, glaube ich, erstmal... Ich glaube, ihr macht bei der Schrotflinte erstmal Laden und dann Schaden. Wie der Ding jetzt aussieht. Nee, aber das ist besser. Weil eine Schrot braucht ziemlich lange immer zum Laden. Deswegen. Kann's in der Ewigkeit heiß oder kalt sein? Beides. Okay. Hab ich nicht entdeckt. Alles. Das ist gut. Da geht gleich rein. Was? Ist da jemand? Ja, ich. Hi. Ein weiterer Tag. Ohne Klienten. Atlas und Ryan gehen wie die Wilden aufeinander los und mein Geschäft bricht zusammen. Dabei war es so einfach. Man fotografiert den Ehemann einer aufgespleisten Dame beim Seitensprung und schon rollt der Rubel. Jetzt ist so wenig los, dass ich meine Kamera in Kingporn Lighthouse versetzen musste. Da denkt man schon, ob man sich nicht mal selbst hochspleist. Aber dazu bräuchte ich ja Geld. Tja. Bäh. Geld, Geld, Geld. Ja, ja. Geld regiert die Welt. Wie man weiß. Was ist denn da los? Wo komme ich denn hier hin? Bäh. Ach, warte mal. Hier war mal... Da waren wir doch schon mal. Waren wir nicht hier schon? Ja, guck mal, da hinten ist der Kingporn. Da kommen wir gerade her. Oder, beziehungsweise, da wollen wir noch rein. Sind wir gerade einmal im Kreis gelaufen? Kann das sein? Eleanor, Mami muss eine Weile fort. Und du wirst bei Tante Gracie wohnen. Geh nicht weg! Aber, Eleanor. Wer wird denn weinen? Weißt du noch, was ich dir gesagt habe? Dass ich was ganz Besonderes bin. Genau. Und was noch? Dass ich geboren wurde, um die Welt zu verändern. Ja. Und wenn Mami wieder da ist, dann wird die Welt eine ganz andere sein. Sie wird sie dir bereiten. Bett. Laber kein Müll, Oma.